Zeit. Zeit ist eine Gabe. Wallahi, es gibt Menschen, sie haben Geld ohne Ende, aber sie haben nicht die Zeit. Wie gestern habe ich mit einem Bruder geredet, möge Allah uns in ihn recht leiten. Ein Geschäftsmann, er sitzt vor mir so. Und ich sage ihm, subhanallah, was ist los mit dir? Du bist Muslim. Du bist ein Muslim. Arbeite ja, aber dein Körper hat ein Recht. Dein Körper hat ein Anrecht, dass du deinen Körper nicht überstrapazierst. Dass du deinen Körper nicht so, also zu viel, zu sehr belastest. Dass du irgendwann mal mit einem, ja, mit einem Down, wie heißt das, dieses, ja. Schlaganfall, wa'idhu billah. Burnout-Syndrom, Schlaganfall. Subhanallah, sagt er mir, ja, wenn ich so weitermache, dann ist irgendwann mal so weit. Da habe ich ihn gefragt, eine Frage, du hast Geld ohne Ende, sagt er, ja. Aber du hast nicht die Zeit. Du hast nicht die Zeit, das Geld auszugeben, richtig, sagt er, ja. Er hat Geld ohne Ende, aber er hat nicht mal die Zeit, das Geld auszugeben. Was hat dann das Geld für einen Wert? Gar keinen Wert. Spätestens dann, wenn er stirbt, und das Geld dann an seine Frau geht und seine Kinder geht und verteilt wird. Und was hat er davon? Nichts. Deswegen, die Zeit ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Leute, wallahi, die haben keine Zeit. Keine Zeit. Wie ich eben gesagt habe, nicht mal die Zeit zu beten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten. Deswegen, diese Sachen sind alles Gaben. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, indem wir diese Gaben für Allah verwenden. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى هدايا صاحي كي تستريح